Ich habe heute ein kleines Geräusch mitgebracht, das spiele ich einmal ganz kurz vor. Ein paar von euch werden es vielleicht kennen, das ist der Benachrichtigungston von BeReal. BeReal ist eine Social Media App, die seit dem Sommer 2022 ziemlich bekannt ist. Und diese App schickt jeden Tag zu einer zufälligen Uhrzeit eine Benachrichtigung, nach der die User aufgefordert werden, innerhalb der nächsten 2 Minuten ein beidseitiges Foto zu posten, also quasi ein Foto, was fast gleichzeitig mit der Außen- und Innenkamera des Handys gemacht wird. Die Idee dahinter ist es, mehr Echtheit in die sozialen Medien zu bekommen, weil es so schwieriger ist, gestellte Fotos zu posten, weil sie eben von beiden Seiten aufgenommen werden. Ich habe mir das natürlich auch erstmal runtergeladen, aber nach 3 Tagen wieder deinstalliert, weil ich mit diesem System irgendwie nicht so gut klargekommen bin. Diese plötzliche Benachrichtigung und die Aufforderung, direkt danach ein Foto zu posten, war irgendwie so ein bisschen entblößend für mich. Klar konnte man so keine Fotos faken, aber es war, als müsste man den ganzen Tag darauf gefasst sein, ein Foto zu machen und damit der ganzen Welt oder zumindest seinen Freunden zu zeigen, was man in dem Moment gerade tut. Die App ist dann auch erstmal wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und ich war auf anderen Social Media Plattformen unterwegs und habe dann auf Instagram eine Frage gefunden über BeReal. In dem Post stand: BeReal ermutigt dich dazu, ungefilterte Bilder zu posten. Die App fordert dich auf, ein Foto von dir zu einem zufälligen Zeitpunkt zu posten, und zwar genau dort, wo du gerade bist. Inwiefern würdest du dich anders verhalten, wenn du wüsstest, dass Jesus zu einem beliebigen Zeitpunkt des Tages bei dir vorbeischauen würde, so wie BeReal es tut? Würdest du dich anders verhalten, anders sprechen, die Menschen anders behandeln oder welche Dinge würdest du nicht mehr tun? Manche Leute gehen jeden Sonntag in die Kirche, sie helfen zu Wohltätigkeitszwecken und so weiter. Sie zeigen sich in der Öffentlichkeit von ihrer allerbesten Seite. Ein Teil dieser Menschen verbreitet im Verborgenen aber vielleicht Hasskommentare anonym im Internet, hintergeht Freunde oder missbraucht Vertrauen. Diese Menschen verhalten sich nur dann gut, wenn andere dabei sind oder sie Anerkennung für das bekommen, was sie tun. Würde Jesus zufällig bei ihnen vorbeischauen am Tag, könnte er sie auch dabei erwischen, wie sie was tun, was nicht so schön ist. Andersrum gibt es aber noch den anderen Teil, der auch dann gut handelt, wenn niemand dabei ist, der Leuten im Verborgenen hilft und ihnen zuhört, der quasi im Hintergrund agiert, ohne dafür im Vordergrund stehen zu müssen oder zu wollen. Man kann dabei auch von stillen oder heimlichen Helden sprechen. Menschen, denen es nicht nur um sich selbst, sondern auch um die anderen geht. Sie sind im Reinen mit sich und der Welt und Jesus könnte immer bei ihnen vorbeischauen. Man könnte ihnen nie ein Fehlverhalten vorhalten. Die Frage ist, bin ich auch so ein BeReal-Christ? Könnte Jesus zu jeder Tages- und Nachtzeit bei mir vorbeischauen und würde denken, jo, da sehe ich christliches Handeln, die macht alles richtig? Ich glaube nicht. Schon allein aus dem Grund nicht, weil wir menschlich sind. Im 1. Johannes 1, Vers 8 steht: Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Keiner ist unfehlbar, ohne Fehler, und auch ich und du und ganz viele Leute, die wirklich viel Gutes tun, haben Situationen, in denen sie vielleicht auch aus bestimmten Emotionen Dinge tun, die sich im Endeffekt als unschön herausstellen. Das fängt da an, wo man doch hinter dem Rücken einer Freundin anfängt, über sie zu lästern. Vielleicht, weil alle anderen es tun und ich nicht für sie einstehe, wenn sie gerade nicht mit im Raum ist, weil es sowieso keiner sehen würde. Oder in dem Moment, in dem ich weggucke und nichts tue, obwohl ich vielleicht könnte. Richtiges christliches Handeln fängt für mich da an, wo ich etwas tue, obwohl mich niemand dabei sieht oder wenn ich dafür nicht unbedingt Anerkennung von den anderen bekomme. In dem Moment mache ich es nämlich nicht aus Eigennutz, sondern aus ehrlicher Nächstenliebe. Anders als bei BeReal kann ich Jesus nicht einfach deinstallieren, sodass er mein Leben nicht mehr im Blick hat. Jeremia 16, Vers 17 sagt: Denn meine Augen sehen auf all ihre Wege, dass sie vor mir sich nicht verhehlen können und ihre Misstat ist vor meinen Augen unverborgen. Jesus sieht uns und jede Tat, die wir vor anderen und alleine tun. Das soll keine Warnung sein, obwohl es vielleicht erstmal so klingt. Gott weiß nämlich, dass wir alle nicht perfekt sind und verlangt auch gar nicht, dass wir uns immer, immer perfekt verhalten. Aber wir können es versuchen. Dabei ist Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung, denn wenn ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann kann ich daran auch was ändern. Es gibt einen Spruch, der sagt: An error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. Das heißt auf Deutsch so viel wie:
Ein Fehler, den du aus Unwissenheit gemacht hast, wird erst ein wirklicher Fehler, wenn du bewusst verweigerst, ihn zu korrigieren. Es ist keine Schande, wenn wir unbewusst Fehler machen, aber wenn wir sie extra machen, dann schon. Wir können unser Handeln reflektieren und wenn wir einen Fehler bei uns erkennen, können wir dagegen handeln und ihn vermeiden. In Johannes 1, Vers 8 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das Bekenntnis unserer Sünden gibt uns Freiheit. Wenn wir unsere Sünden wirklich bereuen, wird Gott uns dafür vergeben. Und dann müssen wir auch keine Angst mehr haben, dass Jesus zufällig vorbeischaut und uns bei irgendwas erwischen könnte. Was ich euch mitgeben möchte: Lebt ein ehrliches Christenleben. Es ist super, wenn man zur Kirche geht, unterstützt, präsent ist und so weiter. Aber es ist noch ein bisschen toller, wenn man das auch macht, wenn gerade keiner von den Freunden zuschaut. Wenn man sein Verhalten nicht darauf auslegt, Anerkennung von anderen zu bekommen, sondern wenn man es für sich und vor allem für die anderen tut. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass man auch mit sich selbst noch ein kleines bisschen zufriedener ist, wenn man überall authentisch und man selbst sein kann. Seid nicht nur vor der Kamera herzlich und praktiziert Nächstenliebe, wenn andere dabei zusehen, sondern seid wie bei BeReal immer und überall darauf gefasst, dass es jemand sieht. Eben ehrlich christlich.